Hallo, ich bin Birgit Kathrin Duval. Ich bin die Autorin des Buches Kraftorte im südlichen Schwarzwald und ja, möchte heute einfach mal per Videobotschaft zu euch sprechen. Und ja, in Zeiten von Corona hat sich vieles geändert. Wir dürfen nicht mehr so raus, wie wir wollen. In der Natur dürfen wir uns maximal nur zu zweit aufhalten. Alle Veranstaltungen im Schwarzwald sind abgesagt. Die Gastwirtschaften und Hotels sind geschlossen. Also eigentlich eine Situation, wie wir sie noch nie hatten und die uns jetzt auch für neue Herausforderungen stellt. Für mich bedeutet das jetzt auch, dass ich viele Lesungen absagen musste. Die Hochschwarzwälder Buchwochen wurden abgesagt, da hätte ich auch dran teilgenommen. Und ja, was mich auch noch ganz traurig macht, ist, dass ich meine Ausbildung zum Gästeführer im Naturpark Südschwarzwald noch nicht abschließen konnte und auch demnächst keine Führungen anbieten kann. Viele von euch haben nämlich gefragt, wann ich denn endlich meine Führungen anbieten würde zu den Kraftorten. Es war alles geplant jetzt für Frühjahr, Sommer und Herbst. Und so wie es aussieht, also Frühjahr geht sowieso nicht, Sommer wissen wir nicht. Vielleicht ist im Herbst dann auch was möglich. Aber ich dachte, ich möchte einfach per Video mal zu euch sprechen und vielleicht den einen oder anderen Kraftort auch in einer Videobotschaft vorstellen und euch einfach auch jetzt ermutigen, rauszugehen und zu solchen Orten zu gehen, wo keine Menschenmassen hingehen. Im Hochschwarzwald wurde ja schon dazu aufgerufen, dass man bestimmte Orte meidet. Es sind auch ganz viele Attraktionen geschlossen, Wasserfälle oder auch Wanderwege sind gesperrt worden, weil die einfach, ja, die Gefahr, dass man sich da zu eng begegnet, zu groß ist. Deswegen schlage ich euch einfach vor, das ist mein Tipp, so mache ich es auch, an Tagen wie diesen, jetzt heute Nachmittag, am Sonntag, vermeide ich Orte, wo besonders viele Leute gerne hingehen, also zum Beispiel den Hochblauen. Und wähle da einfach Routen, die weniger bekannt sind, die vielleicht nicht so attraktiv sind, aber ich bin da alleine unterwegs und habe die Natur für mich und das ist auch was Schönes. Und ja, möchte euch da einfach ermutigen, findet eure eigenen Orte, eure eigenen Kraftorte. Und ich bin gespannt, wo ihr so unterwegs wart. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar schicken und freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In dem Sinne wünsche ich euch eine geniale Zeit draußen. Genießt die Natur, macht's gut, bleibt gesund und bis bald.